Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es gibt doch wiederkehrende Ereignisse, die uns Freude machen, Rituale, Gedenktage, die wir gerne begehen. Ehrlich gestanden gibt es aber auch solche Tage, deren wie sich wiederholender Anlass überhaupt kein Grund zur Freude ist, so auch der Equal Pay Day. Jedes Jahr stellen wir Mitte März fest, nämlich am Equal Pay Day, dass der Lohnunterschied, auch Gender Pay Gap genannt, unverändert bei 22% liegt. Nur Österreich und Estland übertreffen übrigens diesen Lohnraub. Unverändert sind seit vielen Jahren auch die Analysen. Zu zwei Dritteln liegen die ungleichen Löhne an der miesen Bezahlung in den sogenannten Frauenberufen. Daran auch, dass Frauen in mittleren und höheren Führungsebenen seltener vertreten sind als Männer und daran, dass ihr Anteil an Teilzeit und Niedriglohn immer noch 80% beträgt. Das letzte Drittel kommt zustande, weil Frauen auch für gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden. Das ist und bleibt ein riesiger Skandal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir es doch mal ganz konkret. Eine Großhandelskauffrau erhält in 40 Jahren 271.000 Euro weniger als ein Großhandelskaufmann. Bei einer Köchin beträgt die Differenz 100.000 Euro. Und einer Ärztin entgehen in nur 35 Jahren 441.000 Euro, nur weil sie eine Frau ist. Der Lohnunterschied zwischen einer Erzieherin und einem Maschinenschlosser beträgt im Berufsleben 231.000 Euro. Aber ich frage Sie, warum bekommt eigentlich die Kollegin, die sich um das Wohl unser aller Nachwuchs kümmert, eigentlich so viel weniger, obwohl sie doch faktisch sogar mehr Verantwortung übernimmt? Das kann so nicht weitergehen. Es muss endlich gleiche Löhne für gleichwertige Arbeit geben. Bis zur Rente wird aus dem 22-prozentigen Gender Pay Gap ein 40,8% Gender Pension Gap, also die Rentenungleichheit zwischen Frauen und Männern. Und um dieser zunehmenden Altersarmut zu begegnen, müssen wir mit gerechten und guten Löhnen anfangen. Ich will jetzt nicht zur vorherigen Debatte zurückkommen, aber ich glaube, wir haben da gute Anknüpfungspunkte, um zu begründen, warum es deutlich einen höheren Mindestlohn geben muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist noch ein weiterer Tag, ein wichtiger Gedenktag, nämlich der Internationale Tag gegen Rassendiskriminierung. Der genannte Gender Pay Gap würde noch viel schlimmer aussehen, wenn wir die illegalisierte Arbeit dazu nehmen würden. Die Forschungslage ist dünn, aber sie ist existent. In einer Studie der Uni Hamburg wurde die Situation Papierloser in der Hansestadt durchforstet. Dort erfahren wir von Haushaltshilfen, die 280 Euro in einer 6-Tage-Woche verdienen und vom Durchschnittsstundenlohn von 4 Euro, der in der Gastronomie bezahlt wird. Auch dafür, sage ich ganz deutlich, brauchen wir dringend Lösungen, damit papierlose Frauen nicht weiter dieser doppelten Diskriminierung ausgesetzt sind. Was will nun die Große Koalition gegen diese Ungerechtigkeiten unternehmen? Es soll Lageberichte zur Frauenförderung und Entgeltgleichheit in Betrieben mit über 500 Beschäftigten geben und ein individuelles Auskunftsrecht. Tja, da fürchtet, da zittert schon der Gender Pay Gap vor seiner Auflösung. Diese Vorschläge suggerieren nämlich, dass der Gender Pay Gap auf eine tragische Ansammlung von Einzelschicksalen zurückgeht. Doch genau das ist falsch. Es geht um einen massenhaften Lohnraub, um strukturelle Diskriminierung von Frauen. Es geht um politisches Versagen seit Jahren. Ich finde es eigentlich nicht erstaunlich, dass genau der Punkt, das wirksame Instrument, was gegen diese Vereinzelung und das politische Versagen auch im Antrag der Grünen steht, von der Großen Koalition abgelehnt wird. Das Verbandsklagerecht. Individuell gegen Diskriminierung klagen ist ein Hindernislauf. Es ist aufwendig, es ist langwierig, es ist teuer, es ist mühsam. Könnten aber Verbände und Gewerkschaften oder sogar die Antidiskriminierungsstelle Klage führen, müssten Frauen eben nicht mehr vereinzelt um ihre Rechte kämpfen. Sie würden davon sehr stark profitieren, ja. Die im Antrag der Grünen vorgeschlagenen Kriterien und Bewertungssysteme, um auch gleichwertige Arbeit verbindlich vergleichbar zu machen und Berufe aufzuwerten, sind sehr sinnvoll. Wir teilen das und ich erinnere bei dieser Gelegenheit auch daran, dass auch die SPD da schon mal weiter war, vor GroKo-Zeiten.
Denn was ist das für ein fragwürdiger Maßstab? Geht es um das Wohl der Menschen, wird mies bezahlt. Geht es um Extraprofite und Wachstumswahn, wird Arbeit höher geschätzt. Das schadet uns allen und das muss sich ändern. Pflegerische und sorgende Arbeit muss dringend aufgewertet und besser bezahlt werden. Sorgen Sie endlich dafür, dass wir den Equal Pay Day am 1. Januar feiern können. Vielen Dank. Dankeschön. Für die SPD spricht jetzt Gabriele Hiller-Oben.